Hallihallo, hier ist der Gusua und es ist 10 vor 6. Ja, 10. Wo wir auch wieder bei 10k wären. Was einfach mal 10.000 YouTube-Abonnenten sind. Dafür recht herzlichen Dank an euch alle. Jetzt kommt nochmal kurz das Intro. Und da bin ich auch schon wieder. Also vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die mich abonniert haben und die das Video natürlich auch sehen. Ich hoffe, ich kann ein klein wenig sozusagen, ja, das zeigen bzw. wieder gut machen, sage ich mal. Und in ein paar Clans halt einfach wirklich reinkommen. Das Video zum Bewerben ist mittlerweile schon wieder rausgenommen, sonst wird das richtig krass noch viel mehr. Ich überlege, ob ich die Kasernen pushe, weil eigentlich werde ich die Sachen eh jammen, aber egal. Jetzt werden wir die pushen und die halt auch. Die Spells brauchen wir eigentlich nicht. Es sei denn, man macht einen Angriff, aber nee, es geht mir eigentlich nicht darum, dass ich jetzt einen Angriff mache, sondern eure Zeit zählt. Die erste Sache war die, ich sollte mal beim David Gladius vorbeigucken, das weiß ich noch ganz genau. Und da mache ich schon mal den ersten Check sozusagen. Level 59 und Rathaus 7. Knapp vor Maxed, würde ich sagen. Ja, Bogie, das passt. Genau, hier jetzt noch schön auf 3 Appen, genau. Und dann läuft das auf jeden Fall. Der geht nochmal richtig los dann. Hier mit den Fallen gut gemacht. Schön zuerst Sprungfalle, dann die Riesenbomben einwandfrei. Das läuft auf jeden Fall. Geile Base. Hier eventuell, weil du ja auch relativ viel hast, eventuell nochmal dazwischen so ein bisschen was bauen. Ich weiß, mauertechnisch ist ein bisschen schwierig jetzt gerade. Aber eventuell, weil. Wenn die Kobis erst drinne sind, dann hast du die Arschkarte auf jeden Fall. Aber ansonsten sieht das echt nice aus. Schön hochgelevelt und du bist für Level 59 eben schon relativ weit, weil du eben auch schon die Mauern auf 7 hast. Das läuft richtig bei dir. Auf jeden Fall ziemlich geil. Also, super gemacht. So. Jetzt wird Hondo garantiert schreiben, dass ich in meinem eigenen Clan vorbeigucken soll. Ich wette mit euch. Das ist mein Clankürzel. Das weiß ich. Ziemlich genau. Das ist aber auch so eine typische Hondo-Aktion wieder. Ich gucke trotzdem nochmal nach, aber es ist natürlich klar, ja, es ist unser Clan. Aber wie gesagt, vom Clan-Kürzel dachte ich mir, irgendwie ist doch da irgendwas. Ja, also Hondo ist immer für eine gute Sache dabei, bereit. So, jetzt gucken wir mal. Y, Q, V8, J. LP. Was mache ich grundsätzlich? Natürlich, klar, ich mache natürlich. Oh, schade. Hier. Schade, schade, schade. Ich wäre gerne reingekommen. Hätte ich gerne geguckt, aber. Beziehungsweise eben gespendet. Leider keiner da. Schweinchen AG. Dann müssen natürlich auch die Clans offen sein, klar. Yeah, Klunkerbunker. Magier, Pekka, klar, kriegst du alles. Drache, kriegst du auch. Ja, der bin ich. So, jetzt gucken wir mal, ob hier halt alles, ja, alles ist natürlich. Ihr seid im Video. Zack. So, jetzt gucken wir mal. Ich denke mal, der Pekka wurde gleich wieder durch einen anderen Packer ersetzt. Der erste Teil. So, und dann gucke ich aber gleich mal rein, wer dort gecheckt werden wollte, weil ich, wenn ich da nichts finde, sage ich jetzt mal, dann würde ich jetzt einfach noch mal nach. Doch, 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 da, Dennis. Dennis hatte angefragt. Und er wird dann nochmal durchgecheckt mit 106. Ist das vollkommen in Ordnung? Ja, Teslas hoch. Ja, man sieht halt, also hier Expos sind gerade im Upgrade, genau. Das ist vollkommen richtig, dass man die eben auf 3 ballert. Und
Ansonsten sieht das ja schon gut aus. Ja, Magiertürme auf jeden Fall noch auf 7. Als nächstes würde ich das auch machen. Dann Tesla, dann Luftabwehr. Und dann gechillt die Bogietürme. Dann gechillt die Bogietürme und dann sollte das soweit passen. Ansonsten Base Layout technisch in Ordnung. Passt. Luftfeger da. Ist nicht weit her wild. Nee, einwandfrei. Das passt soweit. Das ist doch schön. So. Zwei Hexen Max, bitte. Gibt es halt zwei Hexen. Walküren für Dev. Dann wird eine Walküre fertig gemacht. Ist doch gar kein Thema. Eine müsste ja auf jeden Fall gehen. Zack, genau. So, dann haben wir ja die erste. Ha, clever gemacht. Sonst hätte es nämlich im Video gehießen. Das hättest du aber so machen können. Und dann kommt dann noch eine und wir hauen natürlich auch noch eine raus. Ist ja gar kein Thema. Zack. Und so, und dann hauen wir dann noch einen Magier raus. Dann passt das. Ich brauche Verstärkung. Kriegen wir hin? Ich denke mal, zwei Hexen sind ganz in Ordnung. Mache COC-Videos. Wie gesagt, das mit dem Sprechen, denke ich, ist auch immer noch eine bessere Sache, weil wenn man nur am Schreiben ist, das sieht auch ein bisschen doof aus. Dann gucken wir mal, was hier noch so rumgeistert. Vielleicht hat einer was Cooles. Hier ist Hexen Level 2. Gucken wir mal. Waren das vielleicht sogar meine? Also ich würde mal sagen, wenn die in der CB sind, dann wird er die gleich rausgehauen haben, wa? Kann das durchaus sein? Erstmal, klar, von außen halt erstmal geguckt, was geht, in welche Richtung. Klar, ich meine, ich würde auch erstmal auf die dunklen Bohrer gehen, weil ich ja so viel Dunkles jetzt hier waste. Und von daher erstmal geguckt, was geht. Kriege ich da alles oder kriege ich da nur die Hälfte? Und dann kann man weiter gucken. Sehe ich ganz genauso. Also ganz chillig. Die Teslas hauen ordentlich rein, klar. So, jetzt denke ich mal, werden gleich. Na, hier ist ärgerlich halt, wenn man da steht und dann nicht den King vorher rausgeballert hat und die Queen dann die ganze Death aufnehmen muss. Das ist natürlich dann eher unschön. So, jetzt gucken wir mal. Wie gesagt, ich möchte mich ja ein bisschen bessern, dass ich da einfach im Angriff immer ein bisschen dichter rein scrolle, wenn man halt wirklich mehr sieht. Also wirklich sonst so, Alter, du haust ganz schön die Spells raus, würde ich sagen, ne? Glück gehabt mit den X-Bows. Die hätten dir nämlich noch ganz schön zugesetzt. So, jetzt kommen gleich. Oder habe ich das verpeilt? Okay, ich hab's verpeilt. Ach so, dann, nee, dann hat er das bestimmt gemeint, so, dass er jetzt zwei Hexen hat. Aha. Okay, weil ich dachte nämlich jetzt, oh, du hast die zwei Hexen gleich verballert. Aber ist eine nice Nummer gewesen. Schade halt, du hättest noch oben das Zeug noch, da noch ein bisschen was hier, aber alles gut, das ist nicht weiter wild. Das passt. So, jetzt gucken wir mal. Erst muss ich nochmal gucken hier auf meine anderen Sachen hier, ob die alle im Bau sind. Hier, also eine Kaserne werde ich auf jeden Fall mit Hexen, ja, eine Kaserne werde ich mit Hexen machen. Und die andere eventuell mit Hox. Weil ich denke, das sollte am besten passen. So, hier noch ein Packer rein. Magier gehen auch immer. Und dann passt das. So, zack. Loot. So. Gucken wir mal, was wir hier mit Loot haben. Ja, das ist auch nett, klar. Nicht nur gebartscht, sondern eben auch mit Riesen. Da bin ich gespannt. Da hätte ich den Riese vorgesetzt. Da hätte ich knallhart den Riese vorgesetzt, dass der wirklich komplett die Def auf sich nimmt. Aber hier genau, richtig. Zack, zack. Und dann oben geklärt. Und jetzt hier unten noch. Ja, nice, Junge, läuft. Ich meine, das kriegt ein Fünfjähriger hin. Aber man freut sich natürlich trotzdem logischerweise ein drittes Ei in den Sack, oder? Also, da sagt man sich auch, gut, okay. Läuft halt. Klar. Man muss halt auch mal das Glück haben. So, 50% reicht, abbrechen, gutes. Auf jeden Fall. Super. Cooles Ding. So.
THX, ich muss weiter. Macht's gut. So, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht bei jedem reinschreiben, bitte abonniert mich, bitte abonniert mich. Das sieht auch ein bisschen sehr komisch aus dann. Und wie gesagt, ich sag halt, ich bin der und der und dann passt das. Egal. So, vielleicht. Ja, es gibt's nur einmal logischerweise. Zack. So, gucken wir mal. Pekka, ja, leider, Pekka wird hier nichts mehr. Macht Anfrage. Man kann es probieren. Gucken wir mal, was man probieren kann. Ach so, war eine Verteidigung. Oh, läuft auf jeden Fall. Ah, ich meine, die Max-Barbaren, das ist dann nochmal was anderes, wa? Aber dafür fehlt mir leider das Rathaus. Beziehungsweise, was heißt leider? Also ich. Alter, er fehlt ja mal hart, oder was? Er fehlt ja mal richtig hart ins Gesicht. Also ich sag mal, da siehst du es ja wirklich. Hast du eine Ecke und die läuft so, dann siehst du natürlich, dass der Rest genauso läuft. Das ist ja eher sehr bescheiden für ihn gelaufen. Also Gro, Daumen hoch für dich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja mal richtig in die Buchs gegangen für den Gegner. Richtig gut verteidigt, würde ich sagen. Läuft bei dir. Geiler Scheiß. Egal, egal, kriegen wir hin. Da hauen wir bestimmt Hexen, weil die will jeder. So. Passt auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir nochmal. Wir sind nämlich schon wieder fast drüber zeitlich. Pekkas. Ja, okay. Na, so schnell geht's dann doch nicht mit den Troops. Ich hätte wirklich gedacht hier, oh, ich muss noch jammen ohne Ende. Bis jetzt hält sich das ja echt im Rahmen. Jetzt gucken wir mal. Ich bin jetzt mal einfach gespannt. Hier, Jürgen. Jürgen ist der Anführer, 108. Gucken wir mal, was der bringt. Ja, es läuft auch schon, aber ist natürlich wirklich, nee, läuft rückwärts. Sagen wir es mal so, läuft rückwärts ganz schön gerusht. Ganz schön gerusht, weil wir, ja, nee. Passt nicht so ganz. Klar, Inferno ist natürlich erstmal bauen. Nee, also die Sache ist einfach die, Mauern Level 7 geht beim Town Hall 10 meiner Meinung nach nicht mehr. Klar, Magiertürme 6 sehen wir, ihr seht selber, ihr kennt euch ja auch aus, so ist es ja nicht. Die Queen auf 5, das ist eindeutig viel zu früh hochgegangen. Ich denke mal auch vielleicht ein bisschen viel gespendet, was ja nicht falsch ist. Freunde Not 66, oh, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt mittlerweile bin. Ich muss mal gucken, was ich jetzt mittlerweile gespendet habe. Ich meine, klar, jetzt wird es natürlich noch ein bisschen mehr. Aber ich denke mal, ja, auch noch nicht so viel, 79. Und dann war es das erstmal für den ersten Ritt. Also so eine Sachen seht ihr jetzt innerhalb der nächsten paar Tage immer wieder. In unterschiedlichen Steps natürlich. Und die hau ich jetzt halt eben komplett durch. Und dann nehme ich die halt, packe ich die immer mal wieder rein. Das kann sich also zeitlich auch immer mal ein bisschen verschieben, dass ihr da mal einen Step so geht und so und so und so und so. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Und ihr haut bitte mal rein. Vielen, vielen Dank für die 10k Abos. Reingehauen.